Rote Kreuz ist ja österreichweit für den Blutspendedienst zuständig und in vielen Bereichen Österreichs auch für den Transport der Blutkonserven zu den Patientinnen in den Spitälern. Das passiert über Routinetransporte, aber das passiert manchmal auch bei Notfällen über Transporte mit Blaulicht. Und jeder Zeitgewinn, den wir hier lukrieren können, ist ein Vorteil für die Patientinnen und Patienten. Und deshalb haben wir uns gedacht, naja, die Drohnen sind mittlerweile so leistungsfähig und die automatisierten Systeme sind so ausgebaut und so ausgereift, dass man sich überlegen könnte, ob man nicht diese dringenden Blutprodukte auch mit Drohnen automatisiert in die Spitäler transportieren kann und damit einen, wie gesagt, größeren oder kleineren Zeitvorteil für die Patientinnen erreicht. Was wir heute hier zum ersten Mal europaweit und vielleicht sogar weltweit demonstriert haben, ist, dass wir nicht einfach nur über in einem abgesperrten Gebiet, also in einem militärischen Gebiet oder ein Kasernengebiet, sondern dass wir uns getraut haben, in die Realumgebung zu gehen, nämlich hier ans LKH in Lilienfeld, an den Rotkreuzstützpunkt hier in Lilienfeld. Es war ein erster kleiner, sehr erfolgreicher Schritt hier im dreidimensionalen Gelände mit Optimierung der Flugroute, mit dem Ausweichen oder Außenrumfliegen um Stift und Gebäude eine Route zu finden, die Technik anzuschauen, was wir mit zusätzlichen Systemen an Positionsbestimmungen tun können. Und ich freue mich, oder ich denke, ich kann für alle sprechen, wir freuen uns auf die nächsten Schritte, um dass wir das dann auch wirklich irgendwann mal serienreif in die Anwendung bringen. Weil eines ist sicher, die Drohnen, die werden leistungsfähiger, die werden stärker, die werden besser, die Verfahren werden besser. Und diese Drohnen sind für uns als Rotes Kreuz jetzt kein flüchtiges Spielzeug, sondern sie sind gekommen, um zu bleiben. Sie sind gekommen, um uns zu helfen, Leben zu retten.